Hey ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar geht es um diese beiden schicken Pakete. Hier einmal so ein niedliches, etwas kleineres, wie ihr sehen könnt. Und ein etwas größeres. Das wiegt auch ordentlich. Es handelt sich bei dieser Bestellung bzw. bei diesen beiden Paketen um Ware von pyroweb.de. Ein Teil habe ich selbst gekauft, ein Teil wurde mir von pyroweb.de zur Verfügung gestellt für ein paar Tests. Und wir legen mal direkt los und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Unboxing. Ja, wir beginnen auch direkt mit dem kleinsten Paket und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir hier T1-Ware drin enthalten haben. Von der Größe her müsste das hinkommen. Wie üblich immer diese Kissenpolster, so nenne ich die immer. Ich weiß nicht genau, was für Namen die haben. Und der erste Artikel, den wir hier schon sehen, oder die beiden ersten, ich habe die zweimal. Feuerkegel Nummer 1 von der Firma Blackbox. Auf die beiden Artikel freue ich mich auch. Die Feuersäule Nummer 1. Sieht eigentlich aus wie so ein richtig böser, bekannter Polenböller. Eigentlich so auch so vom Handling her. Aber ist keiner. Ist natürlich auch ein legales Produkt von Blackbox, auch schon mit dem neuen Logo. Auch wirklich gut verarbeitet und designt. Das gefällt mir immer so bei Blackbox. Ja, die Steighöhe beträgt 3 Meter. Ist jetzt nicht ganz so krass, aber wie gesagt, ist T1 Produkt und das Gold ist richtig schön filigran. Ja, kommen wir gleich zum nächsten. Da habe ich mir einmal Tape Match 15 Meter. Muss man haben. Dann kommen wir schon zu den weiteren T1 Produkten, auf die ich auch sehr gespannt bin. Und zwar von pyroweb gibt es dieses Jahr auch mit Reichszündung schönen Rauch in verschiedenen Farben. P80 heißen die, um es genau zu sagen. Steht auch hier. So sieht das aus, für die, die es mal wissen wollen. Hat man dann hier so einen Schlüsselring dran, der an so ein Stück Draht verbunden ist. Und dann innen drin ist halt so eine Zündkapsel, so eine Reibkapsel halt. Und im Prinzip dasselbe, wie als wenn man jetzt Streichholz nehmen würde, den zwischen zwei Reibbrettchen ziehen würde, dann würde der sich auch entzünden. Ja. Wie gesagt, Variante gelb. Das Ganze dann auch nochmal in der Variante rot. Hier nochmal, ich zeige es gerne nochmal. So sieht das aus mit der Reißzündung. Dann zieht man halt hier so dran und dann, ja, braucht man halt kein Feuerzeug mehr, um das Ganze zu entzünden. Finde ich recht komfortabel und gut gelöst. Ja, in Blau nochmal, in Grün, Lila und Orange. Oh. Ja, insgesamt 6 Farben, also 6-fach sortiert. Und das Ganze werde ich mal testen demnächst. Mal gucken, auch wie intensiv der Rauch ist. Ne? Modernität bringt uns nicht so viel, wenn die Qualität des Feuerwerkskörpers an sich nicht stimmt. So, jetzt nehmen wir uns die größere Kiste vor und da bin ich auch schon richtig heiß drauf, weil da ist Ware drin, ein Teil halt, was ich letztes Jahr schon getestet habe, aber auch halt eben Artikel, die ich noch nicht hatte. So, haben wir hier als erstes, das müsste allerdings eine Neuheit sein von diesem Jahr, auch aus dem Hause Pyro, also Eigenlabel, Bengalo SF1 Lila. Habe ich zweimal, dann blau und grün. Die Variante. Eigentlich müsste noch einmal blau sein, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, ich weiß es nicht mehr. Doch, da. Da haben wir den zweiten. Blau, Mann, weiß. Was quatsch ich denn? Weiß ist es, Leute. Oh, was quatsch ich denn blau? Weiß, grün und lila. Ja. Freue ich mich schon drauf, die Dinger zu zünden. Müssten F1 sein, also Kategorie 1. Genau da, F1. Ist ein F1-Produkt und ja, relativ groß. Ich bin gespannt, wie die so im Vergleich auch zu denen von Nico sind. Bin ich echt gespannt, Leute. Der nächste Artikel gab es letztes Jahr ja auch im Kaufland, also im Discounter. Double Thunder, dreifach sortiert von Beko. Habe ich letztes Jahr aber nicht mitgenommen, weil ich war letztes Jahr schon so satt mit Feuerwerk eingedeckt. Ich habe letztes Jahr nicht viel gekauft. Und das konnte ja. Aber um mir auch mal ein Bild von den Teilen zu machen, ein Teil sagt immer, ja, die sind total geil und schön laut und was Eckbart. Und der andere Teil sagt mir, ja, das ist wieder Standardkost. Aber man muss sich immer selbst davon überzeugen. So, der nächste Artikel. Knallfrösche C von Funke. Sind zwar nicht so prickelnd verarbeitet,
ne? Also ist jetzt nicht die beste Quali. Schneid's mal auf, ich zeig mal ein. Für die, die Teile noch nicht so kennen, mache ich das natürlich gerne. Klar, schön mit grauer Lunte alles, das ist schon mal sehr, sehr sexy, aber ja, der Body an sich ist nicht so wirklich sexy. Sieht halt aus wie jeder andere übliche. Mal gucken, wie die Knallwirkung ist, das ist ja mitunter auch das Wichtigste. Und dass die Dinger hüpfen. Ja, worüber ich mich auch freue, konnte ich letztes Jahr nicht testen, weil sie überall ausverkauft waren. Jedenfalls in den Shops, wo ich immer einkaufe. Tornado-Wirbel von Funke, freue ich mich auch drauf. Die Dinger endlich mal live zu erleben. Mache ich auch ganz gerne mal für euch auf. Aber auch für mich, weil es mich interessiert, wie die Dinger aussehen. So. Und da haben wir sie. So sehen die Teile aus. Irgendwie geil. Nächster Artikel. Bombenstimmung von Nico. Habe ich letztes Jahr schon verfilmt, und ich muss ich sogar noch hochladen, das Video, seht ihr, erinnert mich gerade dran. Dreifach sortiert, Strobe Willow, Red Dahlia und Silver Chrysanthemum. Soll ganz gut sein für zwischendurch, ist auch gar nicht so teuer, ich glaube irgendwie um 5 herum oder so, 5 bis 6 Euro, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und ich bin ja auch so ein Fan von den Future Rockets von Comet, das wissen ja die meisten. Und die sind fast so ähnlich, oder sind eigentlich fast gleich von der Bauweise her. Und ich stehe auf sowas halt einfach. So ist es immer cool für zwischendurch, auch an Silvester. Ja, der nächste Artikel, Transformers von Leslie. Wollte ich letztes Jahr auch schon testen. Ich weiß aber nicht, wo meine Packung abgeblieben ist, Leute. Ohne Witz. Deshalb habe ich mir mal nochmal eine nachbestellt. Vielleicht liegt es auch, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber jetzt habe ich sie halt nochmal und ja. Da bin ich auch mal gespannt, wie die live sind. Der nächste Artikel. Schön, Blisterkarte. Auch wieder schönes Design. Schön schlicht, aber auch halt ja so Clipart-mäßig. Finde ich so geil. Halt so wie früher Feistel und Co. gemacht haben. Sind auch nicht so wirklich sexy, sag ich mal. Aber halt auch mit grauer Lunte. Geruch soll auch ganz cool sein. Knallfrische D. Werde ich auf jeden Fall ein Testvideo von machen. Der nächste Artikel. Hightech von Jorge. Habe ich natürlich auch schon gezündet und auch schon gesehen. Ist aber auch schon wieder ganz lange her. Und deshalb nochmal zum Genießen. Hightech halt. Von Jorge. Trolley, 8 Schuss Batterie. Ich glaube auch ist in der Mitte mit einer Fontäne. Hatte ich auch schon vor 3 Jahren oder so oder 4 Jahren. Ich weiß es nicht mehr genau. Ist auch schon ein bisschen her. Wollte ich auch nochmal testen. Design gefällt mir genauso. Ja, das kann ja Jorge auch ganz gut. Dann, um mal einen kleinen Vergleich halt zu den SF1 von PyroWeb zu machen, dann auch gleich mal Bengal Feuer von Nico. Bin ich auch gespannt drauf, wie die sich denn so im Vergleich zu dem von PyroWeb schlagen oder machen. Ist aber allerdings die Strobe-Variante, aber um Helligkeit ein bisschen klarzustellen. Club Colors. Einmal in der Variante Schwarz und Rot von Funke müsste das sein, ja. Da könnt ihr es sehen, Funke. Ist glaube ich auch eine Neuheit. Ich glaube, es ist eine Neuheit. Ich habe sie jedenfalls letztes Jahr nicht zu Gesicht bekommen. Bei den Teilen ist auch das Coole, braucht man kein Feuerzeug für. Ist auch ebenfalls mit Reichszündung. Also das haben sich jetzt so viele Hersteller angenommen. Ist aber auch gut so, weil bei T1 Produkten ist das allgemein sehr sinnvoll. Das könnte man auch bei Vulkan etc. machen. Reichszündung, ja. Hat man auch den Ärger nicht mehr mit dem Feuerzeug, ne? Und man kann viel, viel spontaner und fixer mal schnell eben sowas zur Zündung bringen. Ist schon ganz cool. Ja, und beidseitig wird hier ausgestoßen bei denen von Funke. Und ich glaube bei denen von PyroWeb einfach nur von einer Seite. Die nächsten beiden oder drei Artikel finde ich saugeil, die Böller. Die Chipolas Trick-Track von Pyro-Union bzw. Pyrotechniker Romana. Habe ich letztes Jahr schon viele davon gezündet und habe wirklich feststellen können, dass die Qualität gleichbleibend ist und die fast alle gleich laut waren. Ich finde die sau stark. Die Frösche, guckt euch allein die Frösche an, die sind auf jeden Fall schon mal besser verarbeitet als die von Funke. Nur leider kleben sie halt hier dran. Ne? Klar schafft es dieser Frosch nicht, das ganze Ding, was ich wie weit hin und her zu schmeißen. Aber ein klein bisschen zucken tun sie am Boden schon und dann kommt halt dieser fette Abschlussknall hier. Und auch wenn die Knallkapsel hier unten gar nicht so groß aussieht, aber Leute, die Wirkung ist echt geil von den Dingern. Habe ich mich übelst verlauft in diesem Böllern und deswegen mir auch nochmal 3 Packungen bestellt. Die nächsten beiden Artikel.
Explosiv Collection von Jorge. Auch ist auch so eine 6-Schuss-Batterie. Und oder 7-Schuss, ich weiß es gar nicht mehr. Doch, 7-Schuss. So lütt wie die ist, Leute, schaut euch das an. Die passt ja locker in meiner Hand. Meine Hand ist sogar noch größer als die Batterie. Die ist sehr, sehr klein. Aber was da am Himmel passiert, ist total geil. Mein Bruder hatte die allererstens gehabt und wir standen dann auf dem Abbrenner. Das Ding ging hoch. Sorry. Und da waren ein paar Goldpalmen oben am Himmel. Da musste ich direkt fragen, oh, was ist das für eine Batterie? Und dann kam das wirklich aus diesem kleinen Teil raus. Total begeistert. Die Dinger lohnen sich auch und vom Preis her geil. Hier sind dann auch die beiden anderen Packungen von den Tornado-Wirbeln, weil solche Artikel, das ist immer mit das Geilste so an Silvester. Auch mal so eine kleine, ja einfach nur Leuchtartikel oder Aufstiegsartikel, das ist immer so was Besonderes, neben den ganzen Knallen und den Batterien. Dann dreimal die Octoplus-Heuler. Ich finde die ganz lustig. Klar wäre es cool gewesen, wenn die jetzt noch mit einem Knall am Ende gewesen wären oder so. Kommt vielleicht noch alles. Gibt es jetzt auf jeden Fall zum Beispiel Explode, bringt ja dieses Jahr diese Hawkbrille raus, die haben wir dann auch, halt ihren Pfeifvorbrenner. Für die, die es nicht wissen, wie die Teile aussehen, so sehen sie aus. Könnten schon echt als Böller durchgehen, wenn man es so, also wer es nicht weiß und das nicht liest, also der denkt halt, man schmeißt irgendwie so einen verbotenen Böller. Ja, 7-Stufen-Heuler, glaube ich. Ich glaube, 7 Stufen waren das, ich weiß es nicht mehr genau. Das ist ein F2-Artikel, aber auf jeden Fall geil. Ich bin ja auch so ein Heul-Freak. Ja, weiß ich jetzt auch dumm. Also ich bin keine Heulsuse in dem Sinne, sondern ein Heul-Whistle-Five-Fanatiker. Ja, sagen wir mal so. Ja, dreimal das Ganze. Hier nochmal eine Packung von den Bombenstimmungen. Dann dreimal schöne Superböller 2 von Funke, ist die Produktion vom letzten Jahr, halt die P1 Variante. Ja, leider P1 muss man sagen, weil gesetzlich muss man sich da halt in bestimmten Rahmenbedingungen oder an bestimmten Rahmenbedingungen halten, damit man das halt wirklich legal zünden kann. So, dann kam ich letztes Jahr auch nicht dazu, die zu testen. Sirenenraketen waren auch alle vergriffen schon im letzten Jahr. Dieses Jahr kann ich sie mal testen, freue mich drüber. Sollen ja sehr gut sein von der Wirkung her. Design soll auch ganz schick sein. Von außen gefällt es mir auf jeden Fall schon mal. Und ich mache sie auch mal auf. Allein weil ich schon so neugierig bin. Und mal schauen will, wie sie nun wirklich aussehen. Ah, herrlich. Das ist ja richtig Creme. Zieht euch das, Leute, zieht euch das rein. Die sehen echt geil aus. So ein bisschen so, das sind halt Treiberraketen, sind auch nicht besonders lang bzw. groß, aber da soll ja ordentlich was rauskommen. Das werde ich dann auch testen. Sirenenraketen, Leute, ich freue mich, ich freue mich. Der nächste Artikel oder die nächsten 4 ist einmal die fette Elke. Ja, die ist wirklich ein bisschen fett, gebt euch das mal. Ja, ist klar. Und dann noch in der Nussschale. Ich könnte ja jetzt schon wieder, ne? Ja, Volume 5, Volume 4. Oh, die wiegen ganz schön, die Dinger. Also es ist halt eigentlich, wenn man es so nimmt, ist es eine 3-Schuss-Batterie. Und die werden halt auf Schlag ausgestoßen und deshalb wird es als Bombenrohr deklariert. Oder Bombenrohrverbund, sagen wir mal so. Die Nummer 2 und die Nummer 3. Ja, Version 1 habe ich, also Volume 1 war leider schon ausverkauft, wollte ich auch gerne mal testen. Aber wie gesagt, 2, 3, 4 und 5 sind am Start. Kommen wir zum letzten Artikel. Elektra von Blackbox. Bin ich auch mega drauf gespannt, auf das Ding mal so live das Ganze zu begutachten, weil es schon relativ preisintensiv das Ganze. Und ja. Man soll ja immer erst einmal kosten. Ich hole das Ding mal raus, damit ihr mal sehen könnt, wie das Ganze dann auch aussieht. Ja, ist hier unten halt, ist so eine, sind zwei so eine aneinandergeleimten Bretter. Dann hat man da so ein Versatzstück halt. Dann läuft halt eine Stange halt rein, auf der dann das ganze Ding hier oben rotiert und angetrieben wird es halt von den äußeren Fontänen hier. Ja, aber es wiegt ganz schön, wenn man es so nimmt. Da müssen die schon gut Kraft haben. Aber ich denke, was schaffen sie. Ja, dann dreht sich das Ding halt nach oben, sprühst dann auch raus. Halt wie so ein Springbrunnen.
Finde ich geil, wenn das Ding wirklich was taugt. Also es muss von der Qualität her schon so geil sein, dass ich dann wirklich sagen könnte, okay, für ein Systemfeuerwerk lohnt sich das dann mal so 3 Stück oder 4 Stück auf Rampe zu bringen und dann in einer gewissen Höhe dann anzustufen. Kann ein schönes Effektbild abgeben. Natürlich, wie gesagt, wenn das Ganze zu viel Rauch erzeugt und alles, sodass der Effekt näher kommt, zu sehen ist, dann lohnt sich dann auch nicht. Aber wie gesagt, muss ich erstmal testen, mal schauen. Ja, Electra. Ich mache dann mal noch so ein kleines Gesamtbild von der Bestellung. Dann habt ihr nochmal einen Gesamtüberblick. Und dann hoffe ich, euch hat das Unboxing gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.